Seit 1999 bietet Porsche GT3-Modelle an und verwischt seitdem die Grenze zwischen Sportwagen und reinrassigem Renngerät. Die aktuelle 11er Generation 997 verabschiedete sich mit dem GT3 RS. Das Kürzel RS ist quasi das goldene Sportabzeichen eines GT11ers. Dazu gehört selbstbewusster Karosserieschmuck und ein fein stehender Heckflügel. Auf alle Fälle gilt für den RS, leicht muss er sein. 1370 Kilo treffen auf 450 PS. Die Farben Rot und Weiß huldigen der Modelltradition seit dem ersten 911 RS von 1972. 2011 kauern sich mächtige 19 Zoll Räder in den Radkasten. Nur Michelin und Pirelli sind als Lieferanten für die Reifen zugelassen. Ein RS ist nun mal kein Poser für den Boulevard. Auf der IAA im September stellen die Stuttgarter eine neue Generation der Sportwagen-Ikone vor. Der RS ist bereits ausverkauft. .8 steht für 3,8 Liter Hubraum des Sechszylinder-Boxers. Der Innenraum verzichtet auf jeden Komfort. Der Saugmotor leistet 450 PS bei atemberaubenden 7900 Umdrehungen pro Minute. Instrumente klassisch, mit zentralem Drehzahlmesser. Der Doppelrohrauspuff rührt mittig aus der breiten Heckpartie. Aus dem Stand zoomen die 450 PS den GT3 RS in 4 Sekunden auf Tempo 100. Bei 310 km in der Stunde endet der Vortrieb. Eigentlich ist der RS immer schneller als die Polizei erlaubt. Dafür entschädigt das makellose Handling auf engen Kurven, auch bei führerscheinfreundlichen Geschwindigkeiten. Quasi als Bonustrack liefert der Sound aus dem Herz des Boxers den höchsten Suchtfaktor. Auf der Autobahn, am besten nachts um 12:30, zeigt der GT3 RS, was in ihm steckt. Das kompromisslose Sportfahrwerk entzieht dem Brutalo 11er jedoch die Lizenz zur Langstrecke. Egal. Nächste Abfahrt runter von der Autobahn und Richtung Ring. Zum Rocken mit dem GT3 RS.